Jede Musiker im Orchester hat genau das, was ein Mensch braucht und was in der Region nicht gibt: Gleichheit. Gleiche Rechte und gleiche Verantwortungen. Jeder im Orchester hat das automatisch. Und in unserem Orchester ist der einzige Ort, wo, wenn ein Solo kommt von einem Palästinenser oder von einem Israeli, das ganze Orchester geht mit, wollen, dass es gut geht. Das sonst in der Region ist sowas nicht zu spüren. Ganz Palästina ist besetzt seit 67, also 54 Jahre, und es passiert nichts. Und diese Idee mit dem Orchester war, für die jungen Menschen, die bereit waren, mit den anderen in Kontakt zu kommen, eine Oasis zu finden, wo man das Gemeinsame, was man hatte, nämlich die musikalische Begabung, wirklich gemeinsam entwickeln kann. Und deswegen, wenn kommt ein Solo in einer Brahms-Sinfonie von der Klarinette oder die Oboe, und der Klarinettist ist Palästinenser und der Oboe ist vielleicht Israeli oder so, dann das ganze Orchester wünscht denn gut. Die wollen, dass es gut geht. Außer diesem Orchester passiert es nicht.
Ich dirigiere nicht viele Orchester in der Welt, habe ich früher gemacht. Ich dirigiere natürlich mein Orchester, die Staatskapelle Berlin. Ich dirigiere die Berliner und Wiener Philharmoniker, weil das seit Jahrzehnten so und sonst überhaupt nicht. Ich bin kein Gastdirigent. Und deswegen, was ist denn die Wahl? Etwas besonders wichtig für mich, weil wegen der Idee, aber auch musikalisch wird genau so behandelt wie die anderen Orchester, das ich dirigiere. Die haben nicht die Erfahrung von den Orchestern, die sie eben jetzt genannt haben. Aber inzwischen, das Orchester existiert schon 22 Jahre. Und es gibt Mitglieder, die fast die ganze Zeit da sind. Es gibt einen Wechsel jährlich, ich würde sagen zwischen 10% und 15%. Das Orchester spielte zum letzten Mal im Dezember, hier in der Nähe, in Bonn, für den Geburtstag Ludwig van Beethoven. Wir hatten keine Pläne, Januar, Februar, März und so weiter und so weiter. Jetzt kommen wir zum Punkt, wir freuen uns sehr zu spielen. Wir haben es alle gebraucht, wir die Musiker, ich glaube das Publikum auch. Und wir müssen weiter sehen, wie das geht. Es ist schon besser als bei im Winter, als Lockdown war. Und wir müssen hoffen, dass es wird besser. Thank you.
Beethoven lehrt viel musikalisch, weil es ist von einer sehr detailliert geschrieben. Und es braucht wirklich sehr viel Mühe um alle die kleinen Details. Und nur dann kommt die große Linie. Und Beethoven hat was auch, ich finde, eine menschliche Botschaft von Mut, von Ehrlichkeit, die sehr wichtig ist. Musik ist basiert auch auf Kontrapunkt. Kontrapunkt ist sehr wichtig im Leben, nicht? Jeder hat seine Meinung, jeder denkt in eine gewisse Art und Weise und man muss wissen, wer die Hauptstimme hat und wer sozusagen begleitet und wer die Sachen macht Kommentare. Die Musik spricht und macht Kommentare auch. Es gibt keine eine Autorität, keine Hauptstimme, die vom Anfang bis Ende des Stückes ist. Das heißt, ich bin Solo-Oboist, ich habe eine wichtige Rolle, ich spiele die großen Melodien und dann nach 8 Takte ist die Melodie bei der Klarinette. Dann muss ich dann zweiter Platz nehmen. Also das ist eine Schule, wenn Sie wollen, für die Demokratie. Wer hat das Sagen? Hat nicht eine das Sagen für das ganze Stück. So vieles kann man von der Musik, finde ich, für das Leben. Auch die Gestaltung, immer, dass es wächst. Es gibt nicht nur laut oder nur leise oder so, sondern man muss es aufbauen. Man muss es aufbauen, so wie man eine Beziehung aufbaut zwischen Menschen. Thank you.
Wir dürfen nicht Israel und Syrien Status Krieg, mit Palästina auch keinen Kontakt. Ich finde, wir müssen nicht unbedingt dort spielen. Die Situation ist nicht so, dass es sowas erlaubt. Ich kann Ihnen nur eines sagen. Ich habe das Gefühl, dass wir haben die gleiche Zahl mehr oder weniger von Bewunderern, sowohl in Israel wie auch in Palästina. Und deswegen, etwas muss richtig sein, in was wir machen. Wenn wir nur Bewunderer hätten, auf eine Seite würde ich mich sehr große Sorgen machen. Musik bringt nicht Frieden. Das kann nicht. Schauen Sie, Israel-Palästina-Konflikt. Ist nicht. Die Palästinenser brauchen Gerechtigkeit und die Israelis brauchen Sicherheit. Kurz gesagt, das kann die Musik nicht bringen. Die Musik kann nicht anders bringen. Die Musik ist etwas an sich, wie ein Universum. Auch für gute. Für gute Sachen kann man Musik nicht benutzen. Man kann nicht ein Projekt machen und denken, dafür benutze ich die Musik. Das funktioniert nicht. Weil die Musik muss ihre Unabhängigkeit, das ist wie eine ganze Welt, muss diese Unabhängigkeit haben.